Als die neue DJI Mavic Mini und die Mini 2 rausgekommen sind, haben sie sehr viel Staub aufgewirbelt, weil sie unter der magischen 250 Gramm Grenze lagen und somit ohne Plakette fliegen durften. Hin und wieder hat man sogar gehört und im Internet gelesen, dass sie ohne jegliche rechtliche Einschränkungen fliegen darf, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Aber dennoch war das ein Riesenvorteil. Ab dem 01.01.2021 hat die EU ein europaweites Gesetz verabschiedet und alle Mitgliedstaaten müssen das ab dieses Jahr umgesetzt haben. Was sich für dich geändert hat und ob du bald deine Drohne in den Müll werfen darfst, das sage ich dir in diesem Video. Ganz wichtiger Punkt am Anfang, das ist keine Rechtsberatung. Ich versuche dir nur ganz einfach und praxisnahe alle neuen Änderungen nahezubringen, so dass du weißt, was du beim nächsten Kauf oder beim nächsten Abheben mit deiner Drohne beachten musst. Punkt Nummer 1, der neu dazugekommen ist, du darfst nicht jünger als 16 Jahre alt sein. Alle Personen unter 16 Jahren dürfen keine Drohne fliegen. Eine einzige Ausnahme gibt es und zwar, wenn du eine Begleitperson hast, die alle Anforderungen erfüllt, zu den Anforderungen komme ich gleich, dann darfst du die Drohne fliegen. Der zweite Punkt, der ist eigentlich gleich geblieben, du brauchst eine Haftpflichtversicherung. Ohne die darfst du keine Drohne starten, egal in welcher Kategorie oder Unterkategorie du dich befindest. Ohne Haftpflichtversicherung kein Fliegen. Ein kleiner Tipp von mir, ruf mal bei deiner privaten Haftpflichtversicherung an und frag danach, weil viele von den privaten Haftpflichtversicherungen decken auch Drohnen ab. Somit kannst du dir einiges an Geld sparen. Nimm den Hörer, ruf an und frag einfach mal nach, bevor du dir eine neue Versicherung abschließt. Der dritte Punkt ist wahrscheinlich der wichtigste, der dazugekommen ist, und das ist eine Registrierungspflicht. Nicht für deine Drohne, sondern du als Drohnenpilot musst dich ab dem 01.01.2021 registrieren. Da geht es um eine EID, die du online beantragen kannst. Du musst alle deine Daten ausfüllen, deine Adresse, ebenso deine Haftpflichtversicherung, die du bis dahin abgeschlossen hast, und erst wenn du diese ID hast, darfst du deine Drohne fliegen. Ganz egal in welcher Kategorie du dich befindest, erst mit einer gültigen EID darfst du deine Drohne fliegen. Bei der EID gibt es aktuell auch eine Ausnahme, die gilt in Deutschland vor allem, und das ist folgendes: Da du dich aktuell noch nicht für eine EID anmelden kannst, damit auch keine beantragen kannst, wurde das in Deutschland verschoben bis zum 31.04.2021. Das heißt, bis dahin darfst du ausnahmsweise noch fliegen, ohne die ID zu haben. Aber du musst dich in diesem Zeitraum, während dieser ganze Prozess dauert, musst du dich darum kümmern, dass du registriert wirst als Drohnenpilot und somit deine EID bekommst. Noch ein wichtiger Punkt zur EID. Die Plakette, die du früher auf deiner Drohne hattest für über 250 Gramm, das ist weggefallen. Das brauchst du nicht mehr. Das Einzige, was du brauchst, ist, nachdem du deine EID bekommen hast, musst du die auf einen Aufkleber ausdrucken und auf deine Drohne kleben. Es muss nicht feuerfest sein, es muss nichts Besonderes sein. Es muss einfach ersichtlich sein, welcher Pilot fliegt denn diese Drohne. Ab dem 01.01.2021 gibt es jetzt zwei wichtige Kategorien von Drohnen, und das sind einmal Bestandsdrohnen und einmal zertifizierte Drohnen. Alle Drohnen, die bis zu jetzt verkauft worden sind, damit gelten die DJI Mavic Mini, die DJI Mavic Mini 2, die DJI Mavic Air, Air 2 Pro, Phantom und alle weiteren, die du kennst, gelten als Bestandsdrohnen. Und alle, die ab jetzt hergestellt werden und verkauft werden, werden zertifiziert und werden auch gleichzeitig in die passende Kategorie zugeordnet, sodass du beim Kauf direkt weißt, in welche Kategorie deine Drohne fällt. Noch eine Sache, du wirst ab jetzt beim Kauf deiner neuen Drohne immer so einen Backpackzettel haben, wo drauf steht, in welcher Kategorie sich diese Drohne befindet. Da werden auch wichtige Informationen, die du beachten musst, drauf sein, so dass du immer den Überblick behältst, was darf ich oder was darf ich nicht mit meiner Drohne machen. Zusätzlich zu den zwei Kategorien an Drohnen gibt es vier verschiedene Gewichtskategorien und da hat sich einiges geändert im Vergleich zu vorher. Es gibt wie gesagt vier Kategorien. Eine Kategorie unter 250 Gramm, wo die Mavic Mini und die Mavic Mini 2 fallen. Dann gibt es eine Kategorie von 250 bis 500 Gramm, wo die Mavic Air, Park und ähnliche Drohnen drunter fallen. Dann haben wir eine Kategorie von 500 Gramm bis 2 Kilogramm. Und da ist die große Änderung. Es gibt keine Kategorie von 500 bis 900 Gramm, wie das vorher der Fall war,
was heißt, dass jetzt alle Drohnen, wie zum Beispiel die Pro, die R2, die Phantom und ähnliche Drohnen, fallen in diese Kategorie. Von 500 Gramm bis 2 Kilogramm. Und nachher erkläre ich dir, was da das große Problem dran ist. Und als vierte Kategorie ist die Kategorie über 2 Kilogramm. Das wird die meisten von uns nicht betreffen, deswegen werden wir jetzt da auch nicht großartig eingehen. Dann kommen wir mal zu den Unterkategorien. Und die sind für die unter 250 Gramm Drohnen immer noch ziemlich gut, denn da brauchst du tatsächlich nur eine Haftpflichtversicherung, du brauchst eine EID und du musst älter als 16 Jahre sein und schon darfst du in der offenen Kategorie fliegen. Wenn du aber eine Drohne von 250 bis 500 Gramm besitzt oder dir kaufen möchtest, dann brauchst du einen Kenntnisnachweis, den du online beantragen werden kannst, wo du eine kleine Multiple-Choice-Abfrage machen werden musst und dann kriegst du auch deine Bescheinigung, wenn du sie natürlich erfüllst. Neben dem Kenntnisnachweis natürlich wieder dasselbe, älter als 16 Jahre. Du brauchst eine EID und eine Haftpflichtversicherung und dann darfst du auch. Jetzt kommen wir zu der unangenehmen Änderung und das ist die Kategorie von 500 Gramm bis 2 Kilogramm, wo so viele Drohnen drunter fallen. Problem bei diesem Gesetz ist aktuell, dass du einen Drohnenführerschein brauchst. Du brauchst einen kleinen Drohnenführerschein, um deine Drohne fliegen zu dürfen. Und der wird, wie es aussieht, um die 300 Euro kosten und um den kommst du leider nicht drum herum. Das ist halt für alle Besitzer von Mavic Air 2, den Mavic Pros, Phantom und ähnlichen Drohnen ein saurer Apfel. Als nächsten Punkt habe ich vielleicht einen kleinen positiven Punkt, weil bis jetzt war ja nicht so viel Positives. Die Flughöhe für alle Drohnen hat sich verändert. Die maximale Höhe war bis jetzt 100 Meter, die wurde auf 120 erhöht. Das ist schon mal eine gute Sache, das wird den einen oder anderen freuen. Die nächste Änderung ist nur zum Teil anders als vorher. Es war schon immer so, dass du deine Drohne nur auf Sicht fliegen durftest. Tatsächlich gab es die Möglichkeit, eventuell einen Spotter zu benutzen, um dann deine Reichweite zu erhöhen. Das ist ab jetzt nicht mehr möglich. Du musst mit deinen zwei Augen deine Drohne immer im Blick behalten. Solange du sie siehst, darfst du auch fliegen. Alles andere ist nicht erlaubt. Du musst in der Lage sein, wenn deine Bildübertragung abbricht, die Drohne sicher und zuverlässig wieder auf den Boden zu bringen. Das schaffst du nur, wenn du Sichtkontakt hast. Genau wie früher, Fliegen bei Nacht ist wegen der Sicht natürlich nicht erlaubt. Extra Punkt. Da es neben den vier Gewichtskategorien von Drohnen auch drei Gefahrenklassen gibt, will ich diese auch ganz kurz anschneiden, um es nicht zu kompliziert zu machen, will ich nur ein paar Sätze dazu sagen. Ich werde dir unten in der Beschreibung zwei Webseiten verlinken, wo du genau dann zum Gesetz und auch zu den ganzen Änderungen auf die offiziellen Seiten kommst, wo du dir dann alles gründlich durchlesen kannst. Die drei Kategorien sind einmal die offene Kategorie, einmal die spezielle Kategorie und eine zulassungspflichtige Kategorie. Da 99% aller Drohnenpiloten, die wahrscheinlich dieses Video gucken, in der offenen Kategorie fliegen werden, habe ich jetzt sozusagen mein ganzes Video darauf basiert, dass es für die offene Kategorie gilt und alles, was ich bis jetzt gesagt habe, gilt auch für diese Kategorie. Wenn dich auch die anderen Kategorien interessieren, wie gesagt, die Links sind in der Videobeschreibung, da kannst du dich dann weiter erkundigen. Also kurz zusammengefasst, wenn du älter als 16 Jahre bist, wenn du eine Haftpflichtversicherung für deine Drohne hast, wenn du deine ID bekommen hast und sie auf die Drohne geklebt hast, wenn du in der offenen Kategorie fliegen willst, musst du natürlich auch die Flugverbotszonen beachten und schon steht deinem Drohnenflug nichts mehr im Wege. Wenn du dich weiter mit dem Thema beschäftigen willst und tiefer in das Gesetz eintauchen willst, dann verlinke ich dir unter dem Video zwei Webseiten, wo du dir alles gründlich durchlesen kannst und dann auch wirklich alle wichtigen, relevanten Infos auch zu den anderen zwei Gefahrenkategorien durchlesen kannst. Wie du siehst, hat sich einiges verändert für alle Drohnenpiloten und in den kommenden Jahren wird sich auch weiteres verändern. Leider nicht immer zum Guten, aber so ist es eben. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, weil das Thema sehr, sehr aufwendig und kompliziert ist. Und wenn dir das Video auch ein bisschen weitergeholfen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen da lässt, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um auch kein weiteres Video zu verpassen. Und wenn du noch Fragen hast, bitte schreib sie unten in die Kommentare. Ich beantworte jede deiner Fragen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!